FM1 Melodie. Musik fürs Herz. Diesmal muss ich keine Telefonnummer anrufen, sondern ich habe ihn direkt bei mir, den Norman Langen. Herzlich willkommen, Norman. Hallo, ich freue mich, hier zu sein. Du bist, glaube ich, das erste Mal hier in Burtenbach. Richtig, hier in Burtenbach bin ich das erste Mal und ich freue mich wie Bolle. Vor allen Dingen freue ich mich extrem, gleich den Michael Fischer zu sehen, weil wir haben uns ja jetzt schon eine ganze Ewigkeit nicht gesehen und es ist ja seine Veranstaltung und er ist jetzt noch auf der Bühne. Und ich denke, er ist gleich auch ganz erleichtert, wenn er seine Show hinter sich hat und dann hier noch ein bisschen mitfeiern kann. Und dann muss ich ja mein Bestes geben, ne? Dann kannst du dein Bestes geben. Das letzte Mal, dass wir uns getroffen haben, am Flumserberg. Kannst du dich da noch erinnern oder sind inzwischen so viele Auftritte, das ist einer unter vielen? Es gibt viele Auftritte, die man natürlich vergisst. Es gibt auch hin und wieder Auftritte, die man gerne vergessen möchte. Aber Flumserberg, sage ich ganz klar, darf man nicht vergessen, wird man auch nicht vergessen. Das ist immer eine tolle Veranstaltung. Und ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ich da nochmal stattfinden werde, weil ich nämlich im Vorfeld auch immer diese schöne Wanderung mache. Also mit der Gondel hoch und dann noch runterwandern, mit den Leuten ein bisschen eine Brotzeit betreiben, sage ich jetzt mal. Und dann auf die Bühne abends, das ist natürlich bombastisch. Ich habe vorhin schon gesagt, ich muss deine Nummer nicht anrufen. Du rufst aber zurzeit sehr viel an, telefonisch, mindestens musikalisch. So sieht's aus. Ja, ich nehme jetzt momentan mein drittes Album auf. Matthias Reim schreibt mir die Songs und produziert mich jetzt. Und die erste Single ist auch schon fertig geworden, die da heißt, ich wähle deine Nummer. Geschichte ganz klar, ich habe ein Mädel kennengelernt, wir hatten eine schöne Zeit, hatten eine schöne Nacht und auf einmal erreiche ich sie nicht mehr am nächsten Tag. Und letztendlich ist dann doch das Ende vom Lied, dass wir uns dann doch noch treffen und alles ist gut. Muss man sich anhören, kann man auch schon runterladen bei iTunes bzw. Amazon. Und ja, ist eine schöne Geschichte, ein toller Song. Dein drittes Album ist in dem Fall ein bisschen anders, wenn es von Matthias Reim produziert wird, oder? Ja klar, also im Vorfeld. Die ersten beiden Alben waren ja sehr, sehr Disco-Fox-lastig und ja, jetzt ist es einfach so, dass aufgrund der Tatsache, dass Matthias Reim jetzt meine Songs produziert, natürlich ein bisschen mehr Gitarrensounds da drin sind. Der Bass, der geht ein bisschen weiter nach vorne und man hört schon einen ganz klaren Unterschied. Und ich denke, das ist auch wichtig, wenn man zwei Alben aufgenommen hat, dass man vielleicht das dritte nochmal ein bisschen anders strukturiert. Natürlich darf auch der gute alte Disco-Fox nicht fehlen, aber also überwiegend wird da auf jeden Fall was anderes drauf sein. Auch nochmal vielleicht eine Ballade auf zwei habe ich in den ersten beiden oder auf den ersten beiden Alben gar nicht vertreten und beim dritten soll es wohl passieren. Du bist sehr, sehr viel unterwegs. Wo bist du überall inzwischen gewesen? In welchen Ländern? Nicht nur Deutschland und Schweiz und Mallorca, nehme ich an. Ja, also Spanien, Mallorca, klar. Ne, hatte ich letzte Woche noch meinen letzten Auftritt diese Saison. Luxemburg bin ich dabei, Schweiz, Österreich. Jetzt singe ich sogar für die russische Botschaft. Ja, das sollte zuerst in Moskau stattfinden, allerdings konnte ich da nicht. Jetzt wird das irgendwie verlegt und in Berlin stattfinden. Ist natürlich für mich eine sehr interessante Geschichte, weil quasi unsere russischen Freunde meine Songs auswendig lernen sollen, um die deutsche Sprache zu lernen. Und das ist natürlich für mich ganz, ganz grandios. Vor allen Dingen werde ich dann dagegen den Leuten gegenüber sitzen und das bewerten dürfen. Und ich bin schon ganz gespannt. Und das ist natürlich nochmal so eine Geschichte Russland. Wenn man da so ein bisschen reinschlittert, wird auf jeden Fall sehr, sehr interessant für mich werden. Könnte ich mir vorstellen. Es gibt ja einige Deutsche, die sind immer wieder in Russland, haben gewisse Sachen dann auch auf Russisch übersetzt. Kommt das bei dir auch mal? Ein Song auf Russisch von dir? Also ich bin ein absoluter Sprachenlehner-Szeniker und deswegen habe ich ja auch auf Deutsch gesungen oder singe ich ja auf Deutsch. Aber ich würde es natürlich ausprobieren. Ich denke, wenn man es gut auswendig lernt, dann funktioniert es irgendwann. Aber es ist wirklich katastrophal, wenn ich eine andere Sprache spreche. Und ich versuche es wirklich immer wieder. Ne, also das Einzige, was ich zu meiner Partnerin ausländisch sagen könnte, wäre auf Niederländisch, ich hau von jou, ja. Oder ich heb graag een grote bier, das ist auch ganz wichtig. Ne, ich brauche ein großes Bier. Und da hört es dann auch schon auf. Du hast deine Partnerin angesprochen, inzwischen hast du sie gefunden. Letztes Mal, als wir im Flumserberg gesprochen haben, warst du noch auf der Suche. Ja, ist das schon so lange her? Vielleicht habe ich da geflunkert, also jetzt mittlerweile sind es ja schon 2 Jahre und ja, ist alles super. Alles klar und alles klar. Worauf freust du dich in den nächsten Wochen, Monaten? In den nächsten Wochen und Monaten freue ich mich natürlich erstmal das Album fertigzustellen, das dritte mit Matthias zusammen. Es soll zum Herbst hin noch eine neue Single ausgekoppelt werden und dann nochmal im Januar wahrscheinlich. Und so wie es aussieht, wird dann im März erst das Album erscheinen, was natürlich für sich sprechen würde, wenn es genau auf meinen Geburtstag passieren würde. Da könnte man direkt die Release-Party und Geburtstagsparty verbinden. Aber ich habe mir abgewöhnt, Zeitpunkte zu nennen, wann das Album rauskommen soll, weil bei meinem zweiten Album ist es ja tatsächlich so gelaufen, dass wir irgendwie noch ein halbes Jahr Verzögerung hatten. Und das ist so mein
Hauptaugenmerk dieses Jahr, wirklich das dritte Album fertigzustellen. Dann hoffen wir, dass das alles gut kommt und wünschen dir jetzt dann auch noch einen ganz guten Auftritt und alles Gute. Dankeschön, aber was ich noch sagen muss, für alle Informationen geht auf meine Seite norman-langen.de oder auf facebook.com/normanlangen. Da steht alles, kann man alles nachlesen. Wer will, sehr gerne, wer nicht, auch okay.